Hallo zum Filmfest Bremen und willkommen in der Schauburg. Ich darf Ihnen heute die Jury vorstellen vom internationalen Wettbewerb Humor und Satire. Und da sind die drei auch schon. Sie sind allesamt preisgekrönt. Ich finde, das hilft immer, wenn man in der Jury sitzt. Dann weiß man ungefähr, wie aufregend das vielleicht sein kann oder wie sich das am Ende anfühlen kann. Zu meiner Linken oder zu Ihrer Rechten, ich weiß gar nicht, wie das jetzt online ausgestrahlt wird. Ich sage jetzt einfach mal zu meiner Linken, ist das Ruth Thoma, die Drehbuchautorin. Ich nenne einen meiner Lieblingsfilme, Gloomy Sunday, aber viele werden auch Der Junge muss an die frische Luft kennen. Oder zuletzt lief im 1. im Januar Hier stirbt Lothar mit Corinna Harfouch, das war auch ganz toll. Petra Naldoni auf der rechten Seite, Schauspielerin, Comedy-Star und Autorin. Und ich würde fast auch behaupten, Extra 3 ist auch ein Zuhause geworden, so wie die Theaterbühne und das Kino. Und Maximilian Mun, Schauspieler, Filmemacher und Fotograf. Ich war auf der Instagram-Seite und war schwer beeindruckt, das wusste ich nicht, dass du so schöne Fotos machst. International bekannt bist du auf jeden Fall durch How to Sell Drugs Online Fast. Aber es gibt auch mehrere Kurzfilme als Regisseur und Kameramann von dir. So, ich würde sagen, ihr wisst alle, wovon ihr spricht und wisst auch, wie man Filme bewertet oder überhaupt anfängt. Trotzdem frage ich mich, gab es Schwierigkeiten? Ihr redet alle noch miteinander, das konnte ich vorher hören. Das heißt, ihr wart euch zumindest einig. Das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Was waren die Kriterien? Magst du anfangen, Ruth? Naja, wir sind die Humorjury, das heißt, Humor ist schon eins der wichtigsten Kriterien gewesen. Und das ist so einfach wie tückisch, weil eigentlich könnte man ja denken, Mensch, Humor ist ja ganz schlicht. Wenn ich es lustig finde, dann finde ich es lustig und wenn nicht, nicht. Also das ist ja auch, hat ja eine gewisse Radikalität auch. Allerdings ist selbstverständlich so eine Empfindung sehr subjektiv. Und viele Menschen finden sehr unterschiedliche Dinge lustig. Und da muss ich sagen, dass wir uns schon geradezu gespenstisch einig waren in der Jury, über was wir gelacht haben. Ja. Habt ihr damit gerechnet? Maximilian, war das so? Hast du damit gerechnet, dass ihr alle über die gleichen Dinge lacht? Oder dass du vielleicht denkst, nö, also ich finde Slapstick besser als, keine Ahnung, was Romantisches oder andersrum? Ich war tatsächlich auch sehr beeindruckt, dass wir uns sehr, sehr, sehr einig waren und tolle Filme auch als unsere Favoriten gezählt haben und dann auch jeden einzelnen Film dann auch noch ausgiebig diskutiert haben und uns damit beschäftigt haben, was genau ist daran nun komödiantisch oder warum zählt das in die Rubrik Humor und ist es die Machart oder ist es der Schnitt oder ist es das Schauspiel oder ist es am Ende die Message, die vermittelt wird, die den ganzen Film dann doch witzig oder komödiantisch macht und ja, ich muss sagen, meine beiden Mitjurorinnen haben sehr guten Geschmack, was den Humor angeht. Sehr gut. Was braucht es denn? Gibt es sowas wie die Top 3? Was würdest du sagen, Petra? Also, keine Ahnung, es muss ein gutes Buch sein, es müssen die besten Schauspieler sein oder es braucht den Moment. Ich weiß es nicht. Im Humor würde ich immer denken, es ist auch der Moment. Ja, im besten Falle natürlich alles. Und ich muss auch sagen, klar, auch unter uns dreien, vielleicht lacht jeder über etwas anderes oder findet etwas besonders komisch und der andere da eher an der anderen Stelle. Es gibt ja noch mehr Kriterien, die so einen guten Film auszeichnen, auch einen guten Film, der von Humor geprägt ist. Und zwar stimmt die Story, ist das eine berührende Geschichte? In das alles ist ja Humor eingebettet. Und auch das muss ja erstmal vorhanden sein. Und da haben wir wirklich sehr, sehr viele Filme gefunden, die das alles vorweisen. Dann gab es auch noch so ein Kriterium für uns, was sich erst später auch herausstellte, nachdem wir ganz viele Filme gesehen hatten, wie relevant ist das Thema, das dieser Film aufgreift. Ist das so, dass es viele von uns bewegt, wenn die das gucken im Kino, werden die sich ähnliche Fragen stellen, vielleicht wie wir das getan haben nach dem Schauen des Films, ist das ein Thema auch, was in unsere Zeit passt und ja, und auch die Frage der Innovation, die spielt bei uns auch eine große Rolle, man will schließlich überrascht sein, wir haben, glaube ich, alle schon so viele Filme gesehen in unserem Leben und beschäftigen uns ja auch professionell mit diesem Thema Humor. Gibt es irgendwie eine neue Herangehensweise, gibt es was Innovatives? Und da war ich und ich glaube Maxi und Ruth auch ziemlich beeindruckt von den vielen Varianten, mit denen wir da
die wir da sehen durften. Was wäre denn etwas Innovatives, was man vielleicht auch für die kommenden Jahre dann mitnehmen kann? Oder ich weiß nicht, ob ihr irgendwas gesehen habt, was vielleicht für eure Arbeit in Zukunft zumindest so einen Glimpse irgendwie gebracht hat. Es ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil wir dürfen ja nicht so richtig über die Filme sprechen und nicht zu erkennen geben, was uns da jetzt besonders gut gefallen hat. Deshalb, weil das lässt sich eben am besten anhand von Beispielen dann erzählen. Aber ich sag mal, Humor ist ja auch eine unglaublich, eine sehr, sehr vielschichtige Geschichte. Und über etwas, was man unglaublich laut lacht, das muss nicht unbedingt ein erfolgreicherer, besserer Humor sein als einer, über den man schmunzelt oder einer, der quasi aus tragischen Umständen erwächst. Das ist, da muss man manchmal ja am lautesten lachen. Ne? Also wenn man in einer Tragödie eigentlich steckt und dann gibt es einen Witz, der möglicherweise jetzt gar nicht so großartig ist, aber es ist so erleichternd, dass der ganze Kinosaal in Lachen ausbricht. Gibt es Momente, oder ich finde zumindest, dass Humor auch etwas Zeitloses hat, obwohl es, wie ihr schon gesagt habt, es ja auch Innovationen gibt und Sachen sich verändern. Es gab eine Zeit lang, da gab es diese Romantic Comedies wie verrückt. Dann waren sie eine Zeit lang weg, jetzt kommen sie wieder. Jetzt gibt es im Film oder im Kino auch relativ viele Literaturverfilmungen, wo man den Witz ja auch ein bisschen rauskitzeln muss. Gibt es etwas, was zeitlos ist, was man immer bewerten kann? Also ich habe tatsächlich damit gerechnet, dass wir dieses Jahr mit ganz vielen Filmen konfrontiert werden, die ein Thema behandeln oder die sich so mit einer Thematik beschäftigen und man schon so einen roten Faden finden kann unter den Einreichungen, weil viele Menschen irgendwie dasselbe beschäftigt. Aber es war so überraschend, eine so diverse Auswahl an Filmen vorzufinden, die so unterschiedlich war von klassischen Humor zu, ich glaube sogar einige Filme waren auch auf Film gedreht, zwischen Schwarz-Weiß und Farbe und Slapstick. Und was uns, glaube ich, was zeitlos ist, ist so ein, ach nee, ich kann es gerade noch nicht in Worte fassen. Das ist wahrscheinlich dann auch zu, ja? Ich würde schon sagen, dass es sowas Zeitloses gibt an Humor. Also wenn wir uns die Geschichte von guten Humoristen angucken, so Charlie Chaplin oder Karl Valentin, dann ist vielleicht die Form nicht das Modernste. Ne? Also ich denke gerade an Karl Valentin, das würde man heute nicht mehr so machen. Aber was da drüber liegt oder da drunter, also diese dass der Humor auch da in die Tiefe geht, nämlich immer in die Not der Protagonisten rein. Das haben wir doch bei zeitloser Comedy immer. Loriot, was sind das für hervorragende Filme, wenn ich, da stimmt ja einfach alles. Und auch wir haben gestern Harpe ausgezeichnet, auch da so eine, immer auch, wo der Humor so in wirklich, ja, auf den Punkt geht, in die Tiefe geht, genau dahin, wo es weh tut. Und das zeichnet, glaube ich, guten Humor aus und der ist auch zeitlos. Wir müssen den natürlich dann den Film in diese Zeit einordnen, weil, wie gesagt, die Mittel sind andere. Ne? Aber man wird sich das dann immer noch angucken können. Während so ein Witz, der vergeht eben schnell. Das ist eben auch nicht zu verwechseln mit Humor. Es war ein Bestandteil, aber ja. Und Maxi, was du vorhin sagtest, ich nehme mal an, du meinst das Thema auch, mit dem wir uns, also der Pandemie, mit dem wir uns hier alle beschäftigen. Ich glaube, das ist noch zu früh, dass man da gab es einen Film, einen Kurzfilm, ne, der das zum Thema hatte, aber die meisten anderen nicht. Und ehrlich gesagt bin ich froh darum, weil diese Vielschichtigkeit und wie jeder alleine mit sich überhaupt, wie man mit sich zurechtkommt, das ist ja immer doch irgendwie ähnlich, Pandemie oder nicht Pandemie. Weil das ist doch der Kern. Natürlich könnte ich jetzt, wenn ich jetzt über mich
nee, ich will jetzt gar nicht über mich sprechen, aber jeder hat so sein Problem in dieser Pandemie. Ah, doch, ich spreche dann doch über mich. Also diese Möglichkeit, auch wie der Humor offen lässt, über sich selbst nicht so wichtig zu nehmen, über sich selbst lachen zu können. Ich könnte zum Beispiel wie so ein Rumpfstilzchen hier in meinem Arbeitszimmer vor Wut rumlaufen, weil ich seit über einem Jahr nicht dazu komme, ein Theaterstück aufzuführen, was geplant war. Und was jetzt irgendwie, ich weiß auch nicht, in den Herbst oder ins neue Jahr verschoben wurde. Und ich kann aber auch hier mir eine Mucke anmachen und im Raum tanzen oder mir irgendwas Kreatives überlegen. Jetzt schreibe ich zum Beispiel ein Manuskript. Man kommt ja dann auch immer wieder auf neue Sachen oder wie komme ich da jetzt eigentlich drauf? Ich weiß nicht. Also durch deine Pandemie. Ich will gar nicht so über mich sprechen, aber weil du das so angeteasert hattest. Ja, ich glaube, da hatte ich das tatsächlich gar nicht im Hinterkopf. Das war dann, ich dachte ja, so Sachen wie zum Beispiel die Digitalisierung, die lange auch ein großes Thema war im Film, und dann ging es im Film immer sehr viel um künstliche Intelligenzen und Digitalisierung. Und das war jetzt so erfrischend zu sehen, dass auch junge FilmemacherInnen Filme machen, die sich nicht mit solchen Themen auseinandersetzen, sondern auch manchmal wieder so zurückgehen und so nicht historisch, aber auch so Sachen behandeln, die sich gar nicht so aktuell mit der jetzigen Zeit beschäftigen. Und das war irgendwie schön, auch mal wieder so einen Ausblick in so eine mehr so Fantasie zu gehen und nicht so einen Realismus zu haben. Wie ist das, wenn Sie, wenn du Drehbücher schreibst, die ja am Ende auch oft so einen großen Witz, so einen großen Charme und auch schon Lachen bei den Schauspielern vielleicht hervorrufen, sieht man das vor dem inneren Auge, wenn man das schreibt, oder hofft man, dass es nachher so umgesetzt wird? Ja, das ist immer ganz spannend, wenn andere das dann lesen. Für mich ist das auch ein Moment der größten Aufregung, wenn ein Schauspieler dann diese Sätze liest. Und ich kann mich da auch wie idiotisch drüber freuen, wenn ich meine geschriebenen Sätze aus einem anderen Mund höre und muss dann und lache dann sehr. Also es ist wirklich zu bescheuert. Es gibt so eine, in dem Billy Wilder-Film gibt es so eine wunderbare Szene, wo ein Komödienautor im Theater hinten steht, der steht ganz hinten und hört zu. Und dann sprechen die Schauspieler seine Sätze und er wartet dann. Und wenn das Publikum lacht, dann lacht er ganz doll mit. Und so ähnlich geht es mir auch. Ich habe tatsächlich auch ein- oder zweimal versucht, wirklich eine reine Komödie zu schreiben. Das heißt also ein Film, der wirklich auf die Gags geht und wo jede Zeile abliefern muss. Und da bin ich total gescheitert. Also das ist absolut nicht mein Ding. Bei mir gelingt es manchmal, wenn ich eine Situation habe und dann die Absurdität und die Konstellation und auch das Tragische daran, wenn ich darauf aufbaue, dann kann ich das so manchmal zu ganz gutem Humor stapeln, hoffe ich. Ja, ich glaube, das Stapeln gelingt dir ganz gut, das würde ich schon sagen. Wie ist das, wenn man das spielt, also wenn man solche Bücher bekommt und erkennt man sofort auch, also natürlich erkennt man einen gewissen Witz oder man erkennt den Charme an dieser Situation oder an dieser Stelle, aber merkt man auch, dass das eventuell der Brüller wird im Kinosaal, oder weiß man das vorher nie so genau? Petra? Ja, ihr könnt beide tun. Also erstmal, man erkennt ein gutes Drehbuch nach ein paar Seiten und man spürt auch, was für eine Temperatur dieses Buch hat. Ist da Komik drin? Ist da tiefer Humor drin? Wie müsste das Tempo sein? Das merkt man relativ schnell und man versucht sich dann, also es kommt ja jetzt eine zweite Ebene dazu. Also der Drehbuchautor, die Drehbuchautoren, die haben das ja schon für sich durchlebt. Und als Schauspieler beginnt jetzt ein zweiter oder ein dritter, das für sich zu durchleben und da diesen Kern der Komik oder des Humors auch rauszuziehen. Und
Ja, man liest das, natürlich merkt man das. Also eine gute Komödie ist ohne ein gutes Buch gar nicht möglich. Ich wünschte mir, dass Drehbuchautoren in Deutschland mehr dazu kämen, mit am Set zu sein, dass man sich mit denen unterhalten könnte, dass man sich austauschen könnte, dass einfach noch jemand, der diese künstlerische Grundidee hatte für das, was da gespielt wird, dass der mit dabei ist. Das erlebe ich ganz, ganz selten, nur bei Autorenfilmen so, im Fernsehen leider nie. Außer, ja, wenn wir, also bei Switch Reloaded schon, da waren die Head-Autoren auch immer mit dabei und das fand ich sehr angenehm und ich finde das, weiß nicht gut, welche Erfahrung du da gemacht hast, ob man dich ans Set lässt oder ob du dir das wünschst vielleicht sogar. Ich fände das ganz, ganz toll. Das Set ist ja vielleicht nicht so wichtig wie die Lesungen. Ja. Weil das ja ein Start oder Proben, die es ja heutzutage kaum mehr gibt. Aber ich habe schon auch bei Kinofilmen Proben erlebt, wo dann auch die Möglichkeit war, noch darauf einzugehen. Also Sätze zu verändern, die dann besser dem Schauspieler im Mund liegen. Oder dass ich hatte mal einen Film, wo Anke Engelke eine Rolle gespielt hat. Die hat so viel angeboten, die hat so vor sich hingequatscht, dass ich mit dem Mitschreiben gar nicht mitkam und dachte, das ist so schön, das muss alles noch, muss ich alles noch machen. Also ich bin da ganz dafür. Dass man das macht. Am Set ist es vermutlich zu spät, weil da steht immer viel Geld rum und da kann der Autor dann nicht bremsen und man kann sich die Zeit nicht mehr nehmen, dass was geändert wird. Also da hatte ich tatsächlich das große Glück jetzt bei der Netflix-Serie, dass die Autorinnen fast immer mit am Set waren und auch sehr viel in die Probenprozesse mit involviert waren und die sozusagen ihre Schöpfung betreuen konnten. Was mir des Öfteren aber passiert ist, dass ich den Witz dann nicht darlese, wo er eigentlich ist, sondern in einem Satz, den sie geschrieben haben, wo sie dann nicht verstehen, warum ich da den Witz gelesen habe und das dann spiele und das dann seine eigene Komik bringt, weil ich den Witz irgendwie übersprungen habe, weil ich den nicht da gesehen habe, wo sie ihn gesehen haben, was auch manchmal sehr, sehr spannend sein kann, aber auch man natürlich eine sehr große Verantwortung bekommt. Gerade Humor, finde ich, ist wahnsinnig schwierig. Es kann wahnsinnig schnell in die Hose gehen und nicht witzig sein und falsch gespielt sein oder zu doll gespielt sein, je nachdem, ob das Drehbuch geschrieben ist. Ja, ich finde es wahnsinnig toll, dass Autorinnen gerade auch bei Streaming-Services noch stärker involviert werden in den Prozess, auch dann während des Drehs, weil das schon ein ganz anderer Vibe ist, weil ja auch oft Regisseure oder Regisseurinnen dann erst beim Dreh natürlich in der Vorproduktion auch dabei sind, aber dann beim Dreh so die alleinige Kontrolle dann haben. Und dass der natürlich auch schön ist, weil es ist deren Werk, aber die Autoren trotzdem ja auch sich da ihr eigenes dabei gedacht haben und da so ein bisschen noch Freiheit bekommen und Mitbestimmungsrecht, das ist schon manchmal hilfreich auch. Wir haben ja oft auch gerade bei Serien den besseren Überblick. Also wenn die Regisseure, die wechseln dann manchmal auch im Laufe einer Staffel und es gibt immer einen Autor oder ein Team, der einfach den Überblick hat und den du nachts wecken kannst und fragen kannst, was war das nochmal in der dritten Szene? Deshalb macht es absolut Sinn, weil Autorinnen da unglaublich hilfreich sein können. Es wäre dumm, wenn man sie nicht einbinden würde. Ich fand das sehr interessant, Ruth, was du vorhin gesagt hast, das Beispiel mit Anke Engelke. Ist das jetzt öfter passiert, also dass ich ein Buch bekommen habe und das dann so dahinter stand, naja, versuch da mal, in der Szene kannst du da was Komisches draus machen, wo ich dann denke, ja, aber die Szene ist ja gar nicht komisch geschrieben, dann müsste man die ja jetzt umschreiben. Was mache ich denn daraus, wenn ich jetzt diesen Gag bediene? Das wird ja total platt. Und das sind so Situationen, wo, wie du schon sagst, der Regisseur hat gar keine Zeit am Set, mach mal was Komisches draus, ja, dann müsste man jetzt einen anderen Text schreiben oder improvisieren dazu. Und auch dazu ist keine Zeit. Und irgendwie steht man dann als Schauspieler auch so da in der Klemme, wo ich mir vorher wirklich eine Lesung gewünscht hätte oder einfach den Kontakt zu den Autoren, um zu sagen, ja, wo seht ihr denn da? Ich sehe da gerade nichts oder ich sehe gerade, wie Maxi schon sagt, an einer ganz anderen Stelle die Komik. Was können wir denn da noch machen?
Und dann ist es meistens zu spät am Set und man fühlt sich dann als Schauspielerin auch ziemlich hilflos. Wo man denkt, ja, wo soll ich denn jetzt hier einen Gag einbauen? Sorry, aber ich kann die Figur komisch anlegen, aber selbst das passt ja irgendwie nicht. Ich kann ja nicht immer hinfallen. Schwierig manchmal. Ja, genau. Also das ist auf jeden Fall auch ein Appell, finde ich, an eine gemeinsame Arbeit, an alle Gewerke, die sozusagen bei so einem Film oder bei einer Serie dabei sind, den kreativen Prozess dann laufen zu lassen. Ich würde gerne zum Abschluss noch einmal fragen, also erstmal habe ich den Eindruck, ich glaube, ihr seid die perfekte Jury für Humor und Satire und ich bin sehr gespannt, welche Filme ihr ausgesucht habt. Das Ganze wird dann am Sonntag zu sehen und zu erleben sein. Aber habt ihr noch einen Tipp oder einen, jetzt wo ihr so viele Filme gesehen habt, an Filmemacher, was man vielleicht immer beherzigen sollte? Oder sagt ihr, vergesst alle Tipps, macht das, worauf ihr Bock habt, aber vielleicht denkt ihr doch ein bisschen an irgendwas. Nein, ich weiß es nicht. Gibt es irgendwas? Habt ihr noch irgendwas, was ihr Filmemachern mit auf den Weg geben wollt, könnt? Also ich würde immer sagen, mutig und frech sein. Also wenn ich überrascht werde, dann ist es das Schönste. Bei einem Film gucken, nicht, also so Unvorhersehbarkeit, das Schönste, glaube ich, beim Filme gucken. Ja, genau, das ist wirklich ein wichtiges Stichwort, dass man nicht weiß, worauf es jetzt rausläuft. Und wenn es dann aber kommt, dann war es klar, dass es so kommen musste. Das ist eine große Kunst, das hinzukriegen. Und das hatten wirklich erstaunlich viele von den Filmen, die wir gesehen haben, so eine hohe Qualität. Und wir haben auch bei der Diskussion haben wir immer mal wieder gesagt, Mensch, das ist so ein runder Film. Was bedeutet, dass der auf unglaublich vielen Ebenen funktioniert. Das ist vielleicht etwas, was man nicht unbedingt beim ersten Film schon alles hinkriegt. Das weiß ich jetzt, da habe ich gar nicht geguckt, wie erfahren die Filmemacher jeweils waren. Aber das ist eine hohe Kunst. Ne? Also wenn man dann eine tolle Kameraarbeit und ein tolles Schauspiel und die Geschichte stimmt und man hat doch, das fließt alles ineinander, das ist dann schön. Ja, am besten nicht nach einem Dogma vorgehen, irgendwas Festgefahrenes. Ich glaube, so Tipps würden das, was Maxi vorhin gesagt hat, die Frische und diese Unvoreingenommenheit, einfach an diese Arbeit, an die Idee rangehen, das würde das zu sehr einengen. Also, und das zeigen diese Filme auch, die sind so unterschiedlich, so haben auch so eine bedienen sich unterschiedlichen Formen von Humor. Deshalb lohnt sich's in diesem Festival, in diesen Tagen, wenn man mal so an die Zuschauerinnen was sagen darf, sich wirklich ganz, ganz viel anzugucken, weil man wird ganz oft überrascht. Also ja, sowohl Animationsfilme als auch viele andere tolle Themen und Umsetzungen. Gerade bei den Kurzfilmen war ich geflasht. Beim Langfilm hat es so ein bisschen, man denkt, naja, da ist die Auswahl, war es jetzt nicht so groß, fand ich. Aber bei den Kurzfilmen, wow. Vielleicht ist das ja auch ein Format, was das freche, frische mehr zulässt. Also weil man beim Langfilm einfach dann viel bedenken muss und viel stimmen muss. So. Das ist nicht umsonst so ein Format für Studenten, die entsprechenden Festivals. Also Kurzfilme, wirklich, habe ich auch hier wieder gelernt, weil normal in meinem Alltag gucke ich nicht viele Kurzfilme, weil es da auch keine Sendeformate für gibt und man da nicht drauf gestoßen wird. Und das war wirklich eine Entdeckung, diese frischen, vielen, vielfältigen Kurzfilme. Darf ich dazu noch was sagen? Oh, bitte. Es gibt so einen Dokumentarfilm, The Five Obstruction. Lars von Trier beauftragt einen großen alten Filmemacher unter seinem Dogma, was er jedes Mal neu stellt, einen Film zu kreieren. Immer die gleiche Story, fünfmal anders. Und einmal beauftragt er ihn, einen Trickfilm zu machen. Und der Filmemacher sagt, ich hasse Trickfilme, ich weiß gar nicht, wie ich es machen soll. Und das wurde der Originellste. Also so kann es dann auch passieren.
sich eben nicht an das, was man vielleicht immer schon kennt, halten, sondern einfach auch was ganz Neues probieren, wo man erst denkt, ey, was habe ich ja gar keinen Bezug dazu, wie soll ich denn das umsetzen? Und das wurde dann so originell, ja, zu diesem Thema der Originalität und wie man manchmal dazu kommen kann. Ich nehme den Appell auf jeden Fall mit oder auf und sage, gucken Sie sich bitte oder guckt euch bitte alle Filme an, die beim Filmfest Bremen angeboten werden. Das wäre schön. Und wenn es die Hälfte sind, ist es auch noch okay. Kurzfilme sind auf jeden Fall jetzt sehr lohnenswert. Die gibt es hier auch. Und am Sonntag wird dann prämiert der beste Langfilm mit 2.500 € und der beste Kurzfilm, Humor und Satire, mit 1.000 €, beide gestiftet vom Senator für Kultur. Vielen Dank dafür allen Filmemachern und Filmemacherinnen, viel Erfolg. Und ich bedanke mich bei der Jury, bin wie gesagt sehr gespannt auf Sonntag. Wünsche alles, alles Gute, Rutuma, Breta Nadolny und Maximilian Mund. So, vielen Dank, das war ein sehr schönes Gespräch. Alles Gute, danke. Danke auch. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.